Danke. Mekena baut die Stadt nach seinem Willen um. Viele wurden gefangen genommen. Wir müssen ihn aufhalten. Ihr Fremdlinge werdet meine Experimente nicht stören. Mechanoiden, deaktiviert die Eindringlinge. Ja. Mechanoiden, kommt her. Versucht's doch. Wir können nicht ewig vor den Mechanoiden fliehen. Diese Treppe führt hoch zu Sotasils kostbarster Bibliothek. Geht. Ich halte die Mechanoiden auf. Nein, ihr müsst in die Bibliothek gehen. Ich kämpfe. Sie töten euch. Und ich muss mich entscheiden. Etwa nicht. Wir haben keine Zeit zu streiten. Wer bleibt? Oh Gott. Schwimmt denn danach die Scheiße? Zumindest sein Deck ist scheiße. Ich würde gerne Lanneth spielen. Ihr Deck macht Spaß. Das ist das Pain in the Ass. Allerdings befürchte ich... Ich weiß gar nicht... Ich würde den anderen dann vermutlich in der Bibliothek spielen müssen. Deswegen... Hoffentlich ist es das einfachere Duell. Dundert! Ein Faktotum, Dieter. Überlang... Okay, wir müssen einfach bloß eine gewisse Zeit überlegen. Das ist, glaube ich, hier besser. Ja. Ja. Okay, ich muss einfach bloß 10 Züge überleben. Wird nicht einfach. Alle Kreaturentypen. Ist okay. Dieser beschützt uns auf der Straße. Der braucht keinen Wächter. Im Moment. Ach, die Schande. Montieren. Das ist schade. Heute wären üble Wichter. Ich wollte nämlich die 2-3 killen. Bleibt weg von der Karawane. So muss ich hoffen, dass ich sie killen kann. Lähmen brauche ich jetzt noch nicht. Aber ich kann dir Taunt geben. Der will keine Fesselspielchen mitmachen und ich bin überrascht. Eine Karte. Ich kann nicht verhindern. Ja, ich könnte verhindern, dass sie stirbt. Tausche eine Karte. Fluch. Mit Fluch kann ich. Ja, mit Fluch kann ich zumindest die am Leben erhalten. Ein Name genügt. Ich spiele dich auf die Seite. Weg von der Karte. Hau dich weg. Und gut ist. Vorerst. Ja, das ist das Hässliche. Jetzt werden die noch ein bisschen beefiger. Einzige. Gut. So, ich möchte handeln und ich gebe dir hier Lähmen. Ah ja. Gut, dass der jetzt nicht im nächsten Zug ein bisschen später gekommen wäre. Ja, es wird so oder so passieren. Jetzt sterbt ihr nach Hause. Die hätten sonst, wären sonst reingerannt. Das war vorhersehbar. Gut. Wie viel noch? 5, 4 Züge. Ja. So, was möchte ich? Füge deinem Gegner 2 Schaden zu. Ich möchte ihn beefiger.
Und Stärke haben. Und mit Taunt. Okay. Den hauen, den rüber bewegen, ihn verstärken, er macht 7 Damage, ihm einen Todesstoß versetzen und den noch auf der Seite spielen. Ja. Sollte gut aussehen. Sieht im Moment ganz in Ordnung. Okay. Okay. Das eskaliert gerade ein bisschen. Den hauen wir weg. Wir schauen, ob wir eine kostenlose Karte erhalten. Kriegen wir. Okay. Jetzt kann ich hin und her bewegen. Diese hier bietet etwas Leckeres. Dieser hier bietet etwas Leckeres. So machen wir das. Dann. Sie bewegt sich am Ende an 9. Bewege eine verbündete Kreatur. Das ist gut, aber ich wollte eigentlich die wieder rum und hin und her bewegen. Jetzt sterbt ihr, Natal! Die bewegt sich gleich nochmal und dann gebe ich der giftigen Kreatur auch noch Taunt. So, dann versuch's doch. Das wäre echt knapp gewesen. Wahrscheinlich zieht er jetzt nur noch solche. Aber den Zug muss ich noch überleben. Dann habe ich gewonnen, wie es aussieht. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Keine kostenlosen Karten mehr. Jetzt sterbt ihr Nackthaut. Okay. Eine lästige Karte, muss ich zugeben. Beim ersten Mal spielt man dann eine 1-1, beim zweiten Mal 2-1-1 und beim dritten Mal 3-1-1. Sorgt besser dafür, dass dieser Heldentod nicht umsonst ist. Dafür werden wir sorgen. Jägermeuchler. Mit einer gegnerischen Kreatur und dann kämpft mit einer anderen gegnerischen Kreatur. Selbst wenn sie beim ersten Mal schon vernichtet werden würde, das wäre interessant herauszufinden. Mein montierter Titan! Genau die haben wir geklaut. Das war der. Schwimmt in der Nacht, war in die Stadt der Uhrwerke gekommen, um Reichtümer zu finden. Jetzt gab er sein Leben, um sie und seine Freunde zu retten. Um ihn zu rächen, musste der Held Sotasils Werkzeuge finden und Mekina besiegen. Da gab es sogar eine Cutscene am Ende. Ach, krass. Sag bloß... Ich müsste es nochmal spielen, um zu sehen, wie die andere Cutscene aussieht oder wie. Frech. Sotasil bewahrte viele seiner Gedanken in dieser Maschine auf. Aber sie zu betreten, ist für Sterbliche tödlich. Wir sind es Schwimmt schuldig, es zu versuchen.
Dein Deck ist voller Augenblick der Klarheit, voller Augenblick der Klarheit. Schön? Fragezeichen. Hektisch ist was? Wie? Nochmal. Wie heißt du? Hektischer Ipsograph. Ein bisschen leid, du den ausgerechneten Thron, während du einen Plan erstellst. Hä? Wird sicher einer deiner Kreaturen kosten dich Aktionen als weniger. Oh. Oh. Ah. Ach, das ist das. Oh. Heißt ich... Ihr nennt es Diebstahl. Ich nenne es Lernen. Ich krieg jede Runde eine Discover. Das ist nice. Ja. Oh. Das ist eine gute Karte gerade. Jetzt verstehe ich. Oh ja. Ah, schade. Egal, passt schon. Vorsicht, mein Freund. Na gut, weiter geht's. Wir... Wobei... Aber das ist auch nicht schlecht. Je schlechter die Chance, ich hasse desto Unterbrechungen. Sicher der Sieg. Das ist nicht schlecht bei diesen Karten. Verstummen und einen Schaden schießen. Damit könnte ich im nächsten Zug die wegmachen. Aua. Aua. Blut wird spritzen. Garstig. Äußerst garstig. Der Wald duldet eure Gegenwart nicht. Vorsicht, mein Freund. Wenn ihr ein Buch wollt, müsst ihr an mir vorbei. Wenn ihr ein Buch wollt, müsst ihr an mir vorbei. Ich brauche jetzt erstmal Karten. So, was brauche ich? Also, aus deinem Ablagestapel. Das passt nicht. Handel passt nicht. Okay. Eistroll hört sich super an. Für nächsten Zug. Das ist eine witzige Karte. Schwerer Zug. Ist auch ziemlich mächtig, aber witzige Karte. Dämmerbrecher. Gute Karte. Zieh eine Kreatur aus deinem Ablagestapel. Überlegen. Nicht zwingend. Oh gut, Dämmerbrecher. Vielleicht hat er ein paar Untote. Eine Septimwache vielleicht. Die würde sie überleben lassen. Ja. Das ist mein Tag. Mein Schwert gehört euch. Euer Blut wird spritzen. Schön. Mein Arcaneum. Meine Magie ist meine Rüstung. Uff. Das ist mein Tag. So, Blutdrache. Nächsten Zug haben wir 6 zur Verfügung. Kind vor Hysin oder Blutdrache. Darf Kreaturen an allen. Ja, dann lieber den. Ja, oder doppelt angreifen. Ah, den Blutdrachen. Gefällt mir. Mein Arcaneum. Meine Liebe. Okay, ich wenn ihr ein Buch wollt, das ist ein cooles, müsst ihr an mir vorbei. Das ist ein cooles Duell. Jetzt merke ich den Fehler in meiner... Der hat leider keinen Wächter. Er ignoriert Wächter. Naja, schauen wir mal, ob ich was bekomme. Oh, das ist eine gute Karte.
sorgt für uns. Schön. Ah, schade. Hm, damit kriegt er beides weg. Aua, der da drüben macht jetzt ordentlich Damage mittlerweile. Wir machen Himmelsrand zu dem, was es einmal war. Ziehe eine Karte. Spielen wir auf Value. Wobei, das könnte jetzt zu langsam sein. Das könnte deutlich zu langsam sein. Ah, shit. Das war zu langsam. Sollen Sie mit Ihren falschen Königen starten? Ich bräuchte jetzt eigentlich irgendwas, was mir Leben gibt. Oder Taunt. Hm. Ah, genau. So, dann schauen wir mal. Wächter, Taunt. Okay, okay. Hm. Nehme ich direkt. Wir machen Himmelsrand zu dem, was es einmal war. Sollen Sie mit Ihren falschen Königen sterben? Sehr schön. Scheiße. Naja, sehr schön. Hm, wenn du, gib mir ein zufälliges Schlüsselwort. Durchbrechen, Wächter, Gott, 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 Gott. Ja, dann nehmen wir den Riesen. Noch mehr Wächter. Und wir ziehen noch eine Karte. Auch nice. Auch schöne Karte. Ja. Das ist eine coole. Ich kann mir vorstellen, das Duell häufiger zu spielen. Ja, damit geht er zwar kaputt, aber naja. Sollen Sie mit Ihren falschen Königen sterben? Elemente, ich rufe euch herbei. Oh, Schande, das eskaliert jetzt gerade ein bisschen. Wann kommt er immer, wenn du eine andere... Kann ich da schon wieder dazu für die Karten und ziehe einen davon? Zufällige Karten. Ja, nochmal den. Ja. Ich brauche irgendwie Heilung oder so. Wächter sind immer gut. Jetzt ist die Frage, greife ich an? Dann zieht er auf jeden Fall eine Karte. Aber was dann? Ich könnte... Okay, ich spiele den als nächstes auf jeden Fall. Muss mir bloß überlegen, was kann ich noch dazu machen. Wenn du eine farblose habe ich leider nicht. Auch nicht mit dem. Dementsprechend... Oh, nehmen wir was Kleines. Oh, der unsterbliche Drache. Life Gain. Oh, den brauche ich. Falls ich das überhaupt noch überlebe, den nächsten Zug. Mal schauen, ob ich was Besseres finde. Beschwörung, wenn ich deine Kräfte mit zwei oder weniger macht. Nicht möglich. Vier, sechs. Oh, das ist sogar besser gerade. Glaube ich. Besser als der. Eine 4-6 gegen eine 3-5. Ja, natürlich. Und letzte Karte noch. Schutzzauberwirkerin. Auch nicht schlecht. Mehr Leben. So. Dann versuchen wir einfach diesen Zug zu überleben und dann hoffentlich klappt es irgendwie dauerhaft. Oder auch nicht. Ah! Bringen wir mal Licht in die Angelegenheit. Ach ja, jetzt sterbe ich dadurch schon. Dieser wurde wohl überlistet.
Ich eile wie der Wind und die Schatten beschützen mich. Nein! Boah, die Karte war jetzt zu brutal. Und ich hatte nichts. So.